So, hallo zurück zu einer neuen The Forest Folge. Das müsste jetzt die 11. Folge sein. Ja, ja, irgendwie sowas. Ach, ich hole jetzt die Stöckchen mal hier aus dem Sack, oder? Ich hack mal den. Baum hier weg. Jetzt habe ich daneben geschlagen. Oh, jetzt ist noch nicht fertig hier. Oh, verreckt, das ist... Ach, das sieht eigentlich natürlich aus, wenn die Stöckchen da aus dem Baumstamm rauskommen. Nein, ja. Ja, es ist halt... Ja, das Baumenü in der Forest, das ist halt... Ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben es schon mal geschafft, wir schaffen es wieder. Ja, man kann halt nicht sehr genau planen und bauen. Echt Orientierungsschwierigkeiten gerade. Ah, nicht. Die zwei Bäume brauchen wir hier. Ja, das. Wer kann das Ding? Gut, brauchen wir ein Steinlager? Wollen wir dann vielleicht so Steinwege und sowas bauen? Ja, wir könnten ein Steinlager gebrauchen. Was habe ich gerade. Was hast du gerade gemacht? Ich wollte gerade den Garten reparieren, hab dann dabei leider einen Busch erwischt. Naja. Dann pflanze ich halt nochmal neu. Gut, hier kann ich ja dann. Also natürlich hier irgendwie auch nochmal zwei pflanzen. Aber wir wollen jetzt bauen, aber hauptsächlich, oder? Jetzt mal wieder ein bisschen. Ja, ja. Wie schon meine. So eine. Grundbasis zum Überleben eigentlich. So ein bisschen Lager, ein bisschen Lebensmittel haben wir jetzt eigentlich fast genug. Also da sind wir jetzt. Oh, aber die gehen schon sehr schnell aus, muss ich sagen. Also der Garten ist richtig, richtig. Aber wir haben den Garten. Die Bären, ich habe jetzt. Der ist wichtig, ja. Die müssten wir vielleicht. Und es sind eigentlich immer mal wieder kleine Vögel da. Zumindest jetzt nicht, aber normalerweise sind immer kleine Vögel da und das reicht normalerweise eigentlich. Halt jetzt mit Wasser, das ist halt praktisch, wenn wir noch ein bisschen mehr Schildkröten finden würden, dass wir so 2-3 Wasserfänger hätten. Ja, das stimmt. Genau, und jetzt würde ich jetzt eigentlich von den Rohstoffen her eigentlich dann noch so eine. Was ist hier mal da? Steinlager. Dann haben wir noch die ganzen Regale. Und dann müssten wir noch eigentlich so unser Wohnhaus machen, blöd gesagt. Wo wir dann Möbel reinstellen und so. Mhm. Und dann halt vielleicht wirklich noch. Weil die werden ja wahrscheinlich dann irgendwann mal öfters angreifen oder sowas. Was wir da vorbereitet sind. Ich bin mir nicht man sicher, wieso wir das angreifen. Haben wir irgendwo Hasenkäfig schon aufgebaut? Dann könnten wir eigentlich mal so ein paar Hasen. Ach nee, Hasenfallen meine ich. Oh. Und dann mit dem Hasenkäfig. Die schießen eigentlich. Moment, wie hat man denn. Genau, mit der Falle fangen lebendig und dann in den Käfig reinhauen. Hat das jetzt eigentlich funktioniert oder haben sie schon Patches, dass es wieder funktioniert, dass die sich dann vermehren? Das muss doch jetzt funktionieren, ne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie haben sie das nicht so ganz hinbekommen. Nach der ganzen Zeit. Ja gut, also Hasenkäfig. Wo baut man den denn hin? In der Nähe vom Garten? Weil ich würde jetzt keine Hütte bauen für Hasenkäfige. Nee. Hm. Ja, du baust mal da schön. Ich hole mir ein bisschen Holz und so. Vielleicht hier so. Also ich bereite uns schon mal nur auf große Bauprojekte ein bisschen vor. Jo, passt. Ja doch, eigentlich dann hier gleich in der Nähe eigentlich alles. Hier einfach mal. Gut, und jetzt baue ich irgendwo da hinten, sag ich mal, Hasenfallen mal.
Jo, wie geht's euch so? Jo, jetzt müsste man halt streamen, ne? Alter, ist der Baum groß. Holy shit. Da muss aber was herkriegen. Ja, das Ding ist beim Baumfällen irgendwie. Da... Hä, wo ist denn jetzt das Wagel? Nicht gerade so spannend, also muss man schon Falle unterhalten. Na, da hast du Falle. Ja. Drehen und. Was? 31? Ja, das weiß ich noch, das war richtig ekelhaft. Aber ich weiß gar nicht, sieht man die dann, wenn man die baut, oder muss man da wieder so. Nee, ich glaube, das musst du dir merken. Oh, dann tue ich da, glaube ich, aber so eine Fahne hinbauen. Das kannst du machen, ja. Das machen wir grün. Grün. Weil wir haben noch nichts Grünes, oder? Ne. Lila für unser Zuhause, gelb für die Bombendinger. Das waren Bären. Na gut, das waren, glaube ich, weiße Bären. Brauchen wir erstmal nicht. Oh yeah, oh yeah. Waren da schon wieder nur zwei oder was? Ich finde die ganze Zeit. Ja, genau, kann... muss man merken. Gut, Okay. Fallen, Verteidigungssignale. Sollen wir eigentlich mal so ein SOS bauen? Einfach aus. Könnte man machen. Weiß ich noch, dass es da was gibt. Vielleicht passiert da irgendwas. Oder meinst du, das ist einfach nur als Riesendeko gedacht? Da, Signalflagge, meine Fresse. Ich habe Hunger, du findest etwas zu essen. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab noch. Grün. Mein Magen ist noch halb voll. Halb voll oder halb leer? Ja. Wie man es nimmt, ja. Das stimmt. Ich glaube, ich baue jetzt einfach mal drei Hasenfallen und dann reicht das auch. Ah, da, Hasenfalle. Ja, gut, das reicht erstmal. Dann parke ich unseren Schlitten, unseren heißen Schlitten. Ja, natürlich. Scheiße. Man soll vielleicht nicht einfach alles essen, was man findet. Nee. Am besten nicht. Nee, aber manche Pilze kann man essen. Bei Pilzen finde ich das so schwierig sehen, ob das jetzt ein essbarer ist oder nicht. Gut, der ist anscheinend nicht essbar. Kann man den kaputt machen? Nein, kann man nicht. Ach ja. Da. Ah, hier sind die Pfeile, von denen du geredet hast. Ah ja, hast du gefunden. Kannst gleich wieder hoffentlich mitnehmen, weil ich habe meine Hüte schon verschossen. Das sind echt viele. Krass. Und das sind richtig viele. Das sind zwei so Dinger. Oh. Zwei so Kisten. Nicht schlecht. Und das ist ein bisschen Geld. Ja. Wir haben ja jetzt unser Lager fertig, jetzt könnte ich da eigentlich ein bisschen mal reinhauen. Okay, scheiße, wo habe ich jetzt gleich wieder die Falle gebaut? Ah ja, das wird angezeigt, Gott sei Dank. Da hast du Alkohol reingehauen, ne? Ja. Dann klatsche ich da auch mal Alkohol rein. So. Da hast du, was ist das? Hä? Was ist das? Das Blaue? Sind das Snacks oder was?
Also ganz rechts sind Snacks und links daneben müsste Alkohol sein. Die Snacks sahen doch früher anders aus, oder? Keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Was ist das? Oh, der Orange war nicht mehr. Oh, nein, 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 die behalte ich. Gut, dann noch da hinten eine Falle und dann müsste es ja, glaube ich, ganz gut verteilt sein. Wow. Oh, ein Vogel ist auf meiner Hand. Oh, wie süß. Hast du diesen Schrei eigentlich auch gerade gehört? Nope. Mich ja gerade leicht gestresst. Ich hasse eine Falle da. Was ist das? Achso, das ist der Snack. Ja, genau, der Snack. Selbstgemachte Medizin. Aber was ist denn das? Nee, das ist meine Medizin. Trinken? Okay, passt. Uppala, das hat gerade geruckelt. So. Oh, zwei Stöcke fehlen noch. Gut. Also ich habe jetzt drei Hasenfallen gebaut. Das hoffentlich ist da irgendwann mal ein Has drin. Aber ich weiß noch, da kann man glaube ich zwei Tasten drücken. Das eine ist glaube ich den Hasen irgendwie killen und den anderen. Ja genau, muss man die richtige Taste irgendwie drücken. Und der Hasenkäfig ist vorm Stocklager. Richtung Lagerfeuer. Ja, ich sehe es. Hast du ja markiert. Was habe ich nicht markiert? Was? Den Hasenkäfig. Ach so, ja, du meinst jetzt die Hasenfalle. Alter, hier sind echt viele Vögel, ne? Holy shit. Nein, ich meine den Hasenkäfig. Die Fallen sind mit grün. Alter, wie oft mir das passiert, dass ich aussehen auf unseren Garten hau. Wieso haust du denn aus Versehen auf unseren Garten? Ja, wenn da irgendein Vogel ist oder so. Ach so, wegen dir muss ich das Ganze reparieren. Ja, und ich finde gerade meinen Hammer nicht. Du Sau, du hast nie einen gehabt. Oh, okay, dann reparieren wir unseren Garten. Ja. Hä, was ist denn das da hinten? War das schon immer da? Muss ich glatt mal hinschauen. Der war schon immer da, glaube ich. Fuck! Fuck! Fuck, 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 fuck! Ja, bitte? Fuck, 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 fuck! Ja, ich bin gerade ein bisschen spazieren gegangen und Strandspaziergang und dann denke ich mir, was macht das so? So bumm, bumm, bumm. Oh nee. Oh ja, ich sehe es. Scheiße, das müssen wir eigentlich fast killen, oder? Jetzt habe ich schon wieder was getrunken. Mann. Dieses Zeug. Da ist ja noch irgendwas dabei. Oh ja, Kleinviech. Oh, da sind viele. Oh, oh. Oh. Boah. Oder glaubst du, die gehen einfach von der. In unserem Lager ist auch ein. Oh, in unserem Lager sind auch welche. Oh. Oh shit. Die greifen uns nicht an. Oh fuck! Der ist ja schon da! Was? LOL! LOL, Alter, ich hab was stampfen ge. LOL, wie schnell ist der denn? LOL, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Ins Wasser, ins Wasser. Oh! Nee. Oh. Oh, oh, ich bin im Wasser. Boah. Alter. Hier ist aber auch nicht tief, ne? Ich greif mal an, ich greif mal an. Alter, was ist das für ein fettes Viech, das so schnell ist? Alter, der Arsch von dem ist ja richtig fett und wie deiner. Der muss jetzt kommen, oder?
zieht es denn überhaupt Leben ab, oder? Ja, wo retten der jetzt hin? Alter, was ist, geht bei dem ab? War das schon immer im Spiel? Ich weiß es nicht, ich kenne den nicht. Ich kenne nur den anderen. Ja, also da kommen wir ganz... Wow, shit! Lol, man kann dem auch nicht irgendwie aus... Der ist tot. Achso, er ist tot. Wo ist denn der? Da unten liegt er. Ich brauche meine Pfeile wieder. Das sieht echt widerlich aus. Da hat aber noch einen Pfeil. Hey, blutet der? Du kannst nicht mehr tragen. Pfeile, oh, okay. Das sind noch die anderen. Lol. Lol. Der Sack. Der ist gerade ausgewichen, oder? Ja. Hey, die Pfeile sind richtig geil, Leute. So, mit zwei Bögen kann man da ganz gut werfen. Oh, eine Schildkröte. Ach, mit R kann man die Pfeile wechseln. Was, Schildkröte? Oh, sehr. Was, ich kann nicht mehr Seile tragen? Really, Nigga. Was kann man denn so machen? Schneeschuhe, Köcher. Was, drei? Stein, kleine Steinbeutel. Ach nee, das ist... Nee, das ist Hasenfell. Kleine... Soll ich mir einen Steinbeutel machen? Nee. Oder? Nee, oder? Why not? Bauen. Man könnte eine handgemachte Axt machen, aber ich glaube, die ist dann schon schlechter. Oder? Stein? Na gut, nee. Eine Steinaxt müsste schlechter sein eigentlich. Ach, scheiß drauf. Nein, Seil bleibt da. Wieso kann man nicht mehr so viel Seil nehmen? Ist doch Bullshit. Es wird dunkel. Wir sollten langsam. Oh nein. Wärmeanzug. Lol, Alter, was man da alles dafür braucht. Der Wahnsinn. Ja, braucht man einen Wärmeanzug? Wir sind ja nicht in der Arktis hier. Steinbeutel? Was? Ich hab auch keine Steinbeutel. Ich leg dir auch gleich ein bisschen was zum Futtern ins Feuer. Ich hab einen kleinen Steinbeutel. Ach komm, oh, nee, das war jetzt echt die Fuss. Mein Fritz. Naja, egal. Nee. Wir sollten schlafen gehen. Wenn ich das jetzt über Nacht auf dem Feuer liegen lasse, dann kann ich das ist morgen früh verdorben, oder? Ja gut, nee, auf dem Feuer ist es halt wahrscheinlich verbrannt. Fuck off, ich esse das jetzt. So, da liegt auch was auf dem Feuer, das kannst du auch gleich futtern. Hast du noch cool. Cool. Und jetzt schlafen. Ich sehe nichts. Ah, da. Da. Sleeping. Ist doch schon kuschelig warm mit dir, Skuldur. Wir brauchen ein Bett. Oh ja, wir zwei. Oder war das nicht der Boden? Okay, sorry. Nein, bitte. Oh, ich brauche unbedingt was zu essen. Toll, ich habe doch gerade erst gekocht. Mensch. Warte, nee, also die kleinen Büsche sollte man nicht essen, glaube ich. Sonst... wachsen die nicht nach? Okay, die... Ja, die Bären wachsen nicht so schnell nach. Ja, man muss halt viel davon haben. Ich mache auch nicht immer maximal trinken. Mache immer ein bisschen was. Weil ich habe immer Hoffnung, dass es ein bisschen regnet. Weil ich habe ein zweiten Wasserding gebaut. Also wenn es jetzt mal regnet, haben wir... Ja, wenn es mal regnen würde. Ja, das ist es ja. Oh, Essen. Geil. Vogel. Komm, runter mit dir. Komm schon, lande. Das Ding ist, was bauen wir jetzt? Sollen wir jetzt unser Haus bauen oder sollen wir hier? Also man könnte eventuell ein Steinlager bauen, damit größere Steinprojekte was haben. Oder wir machen unser Häuschen, ja, dass wir mal da ein Bett dann reinbauen. Mhm.
könntest mal bei deinem Hasending nachgucken, oder ich guck auch mal bei so einem Hasending nach, bei dem linken, wo wir was gefangen haben. Ja, ich schau zum anderen. Nö, ist noch. Leider Gottes. Nee, das wäre auch zu schön, wenn es so schnell funktioniert, glaube ich. Aber die Pfeile sind wieder da, das ist ja schon mal sehr gut. Genau, also meinst du es auch noch offen? Eigentlich ein Topf. Wenn du den Bogen ausgerüstet hast und nach unten schaust, dann kannst du mit R die Pfeile wechseln. Also die selbstgemachten oder die wahrscheinlich mehr Schaden machen. Aber die mehr Schaden, ich glaube, ich nutze nur noch die, weil wir haben ja unendlichen Vorrat. Ich habe die gerade aufgesammelt und ich tue die jetzt jeden Tag. Ich habe gerade meine vorhin in den Ding getan. Wir haben ja so ein Lager für die. Ach so. Das ist eine gute Idee. Das und dann, ganz ehrlich, da haben wir dann so viele davon. Ah, der Stoff. Geil. Lol, ich habe da echt viele von. Da brauche ich nicht die ganze Zeit diese scheiß Dinger selbst machen. Ja, gut, mein Pfeilvorrat ist auch voll. Geil, ich habe einen Stab. Da ist ein, da liegt einfach ein Baumstamm rum. Wie geht denn das mit den Federn eigentlich? Wie meinst du mit den Federn? Ja, mit, Achso, okay, passt schon. Kann man verbesserten Ding machen? Verbesserte Pfeile oder so? Oder gehen nur normale Pfeile? Ich gehe eine normale Pfeile, ich hab's gemacht. Oder? Ach, es gibt ja auch Armbrustbolzen, es gibt also noch einen Armbrust. Nice. Moment, welche Pfeile hau ich da gerade rein? Ich glaube, das sind doch. So. Dann haben wir eigentlich. Lager haben wir. Was gar nicht mehr so schlecht befüllt ist. Brauchen wir eigentlich noch. Irgendwann mal eine Rüstung? Also ein paar Knochen bräuchte man. Ja, da müsste man kämpfen und die Leute suchen. Ich hätte gern Stickback und so, das hätte ich gern alles noch. Stickback habe ich schon. Nee, ich nicht, ich krieg das nicht hin, mir fehlt irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Dir hat da Hasenfell wahrscheinlich gefehlt. Nee, Hasen sind die ich mit Hasenfell kann. Ich glaube auch das Bett dann. Wo ist denn der Shit? Und Reh und so, das brauchen wir irgendwie alles. Wäre ganz geil, wenn man das hat. Hab schon immer eine Feuerstelle? Geil. Gut, aber jetzt müssen wir uns langsam mal überlegen, was wir machen. Kleines Los. Ach, mit Echsenhaut kann ich ja Ding machen, genau. Ja, und Echsenhaut anscheinend kann man nur für. Da ist gerade einer in unserem Lager drin, ich wollte es nur gesagt haben. Der schüttelt gerade die Basis. In unserem Lager, der schaut sich mal alles an. Okay, Moment, weil ich bin hier irgendwie gerade in meinem Baumenü. Da hinten, der geht gerade, macht einen Spaziergang zum Wald hoch. Machst du, ne? Wenn du einen Spaziergang willst. Perfekt, jetzt habe ich wieder ein bisschen Tarnmuster. Das sieht ein bisschen komisch aus, naja. Oh, da unten. Ja, ja, ja. Ich sehe es gerade. Mehrere. Und die Zeit läuft auch ab. Ja, die greifen hoch. Schnauze. Ja, was macht denn der?
Nein, nicht auf. Aufs... Hör auf. Lol, ich treffe hier gerade gar nicht. Pass aufs... Naja, die toll. Ding. Wart, erstmal weg da. Lol, wie viele Pfeile muss ich in die Rennen haben? Meine Rüstung ist weg wegen den Zecken, Alter. Die müssen mir neue Rüstung bringen. Das sage ich dir gleich, ehrlich. Macht's Lagerfeuer an. Ja, mach das Lagerfeuer. Ja, ganz. Da hast du schon gemacht, okay. Ganz ehrlich, Alter, jetzt habe ich keine Rüstung mehr wegen denen, weil er mich einmal erwischt hat. Ist auch ja, den machen echt. Nee, bei mir ging's. Dann ich gehört so die Rüstung komplett mir. Weil ich habe meine volle Rüstung verloren. Vier Balken habe ich verloren, Alter. Ja, ich habe jetzt eh keine Knochenrüstung, sondern ich habe eh eine Titanrüstung. Weil ich hab da, glaube ich, irgendwie mal zwei, drei Krokodile geschrottet. Haben die es abgeworfen. Ah, da oben, ich hol mir den noch. Oh, geil. Ah, da oben ist eine Eidechse. Oh nein, ich muss jetzt kämpfen. Hol dir die Eidechse. Warte, ich muss mal schon in die... Sch ich schieß die ganze Zeit Pfeile in den rein. Ich bin schnell hingelaufen, hab den ganzen Pfeil wieder rausgezogen, da hätte drauf passen. So, der ist auch tot. Ja, mit dem Bogen geht es eigentlich, wenn man ein bisschen auf Entfernung bleibt. Ja, ja, aber wenn sie dich einmal... Wenn man ein aber wenn sie da dich einmal angreifen, das ist dann... Geil. Ja, man muss da ein bisschen rumtänzeln, das geht schon. Ich möchte gern... anzünden. Also die Knochen sind fertig, ne? Wie viele Knochen habe ich da? Oh Gott. Jo, ich komme. Das ist jetzt die Knochen von drei Leuten, also. Ja, ja gut, da kommt aber nicht viel raus dabei, glaube ich. Oh. Meinst du? Better for nothing, I would say. Genau, also die Zeit lief ja ab, ne, also. Man sollte demnächst. Wie ging denn das? Was braucht man da nochmal? Scheiße. Stoff und Knochen. Ein Stoff war das sehr, sehr, sehr rar. Ja, ich hab's selber gemerkt. Bisschen Effigies killen. Ja, krass. Jawoll. Langsam habe ich es mit dem Bogen raus, glaube ich. So. Schau ich nochmal kurz rein. Gibt es irgendwas? Nö. Oh doch, doch. Na gut. Vogel. Ein jeder Vogel. Alle, wie viele FGs sind hier denn? Haben die es in der Nacht gerade aufgebaut, das ganze Zeug das? Wahnsinn. Shit. Stoff. Bleib da, Stoff. Ich hoffe, dass man die Vögel nicht ausradieren kann, weil ich habe drei Vögel hintereinander gekillt. Hm. Nee, stimmt. Der Regen macht dir mein Feuer aus. Shit. Kacke. Ja, das hat Wasser so an sich. Das ist eine spezielle Eigenschaft. Da jetzt immer wieder dabei stehen und immer wieder Zeug reinschmeißen, ein bisschen Geld, damit das Feuer anbleibt. Ein bisschen was da schon mal dran. Immerhin. Oh geil.
Oh, doch so viel essen, Alter. So ein kleiner Vogel bringt ganz schön was, ey. Kannst du was auch noch was von essen, Alter. Gut, nice. Ja, gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann, ach so, die Bären, ach so, die kleinen, na gut, dann trinke ich lieber daraus. Geil, ich bin wieder voll. Wir können die Folge beenden. Ich muss wieder abrennen. Solche Naturbahn aus, ne? Scheiß Kannibalen. Los! Jo, ja, ich bin bereit. Wir können beenden. Gut, dann. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.